Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. In der letzten Folge haben wir ja Ecktür besiegt. Und heute wollen wir natürlich schauen. Ich habe offscreen wieder ein bisschen was gefarmt. Und ja, man sieht es hier. Da kam gut was zusammen. Ich habe mir hier auch noch zwei Futterkisten hingestellt, weil ich in letzter Zeit zu viel Essen habe. Und ich habe hier draußen ein bisschen mit der Ho gespielt. Ihr seht, ich habe hier mehrere Ebenen eingezogen. Ja, Weltspeicher, deswegen der Leck. Mehrere Ebenen eingezogen, weil... Warum sollte unser Haus das einzige bleiben? Wir werden hier mehrere Häuser bauen. Schön alles verbinden. Und das mache ich aber alles offscreen. Hier einebnen und so weiter, denn... Ja, das ist langweilig. Und ich wüsste nicht, was ich euch dabei erzählen und zeigen sollte und so weiter und so weiter. Und heute wollen wir Erzefarm gehen. Dazu begeben wir uns in den Dunkelwald. Aber vorher machen wir uns den Umhang. Ich glaube, Knochen müsste ich auch... Nee, Scheißen. Mir fehlen Knochen. Was machen wir da jetzt? Wo ist er denn? Da ist der Umhang. Ja, uns fehlt einmal Knochen. Den anderen Spaß haben wir alles. Wir reparieren mal ganz kurz alles. So. Pfeile haben wir auch noch ein paar. Das passt. Ja, das heißt, wir müssen Knochen und Ressourcen farmen. Den Rehhaut. Das Rehhautteil, habe ich das schon? Nee. Dann bauen wir uns natürlich erstmal das, damit wir den Crafting Table aufwerten können. Die 7. Dazu fehlt uns jetzt noch Feuerstein. Ich hoffe, nee, das reicht nicht. Da haben wir ihn. Und ich bin zu voll. Wow. Kann ich das hier hinstellen? Yo. Na komm. Feuerstein erstmal weg. Holz erstmal weg. Haben wir neue Sachen freigeschalten? Nein. Schade. Aber wir können wieder alles upgraden, wenn wir das dazugehörige Zeug haben. Holz, Lederschnipse, bla bla bla. Ja, gut. Okay. So, den Hammer, scheiß drauf. Den nehmen wir einfach mal mit, falls wir ein Feuer machen müssen. Die Ho, die würde ich gerne hier lassen. Ihr seht es auch hier draußen an den Kisten. Ich habe ein bisschen was gefarmt. Das Zeug würde ich halt auch gerne hier lassen. So. Wir wollen... Was war der Punkt dort oben nochmal? Wir wollen Erzefarm gehen. Mal schauen, wo wir welche finden. Hier oben bin ich noch nicht ganz fertig mit anpassen und. Denn ich möchte ja nicht nur ein Haus für mich haben. Ich würde gerne eine Schmelze haben. Ja, das ist direkt so ein schönes Lager für die Kisten, für Holz. Und noch so ein bisschen was anderes. Aber das kriegt ihr ja alles noch mit. So, was war jetzt dieser Punkt? Ach, hier. Können wir Ecktür nochmal beschwören? Läuft. Dunkelwald, in die Richtung müsste das sein. Ist es hier? Sieht mir nicht so aus. Hier ist nur ein Fluss.
Das ist der Dunkelwald. Da sind Nadelbäume. Was willst du von mir? So, dich auch noch. Ich würde sagen, wir müssten einfach mal darüber schwimmen, denn anders geht's leider nicht. Wollen wir mal gucken, ob ich den erwische? Ne. Schade, schade, Schokolade. Da drüben stehen sie schon. Die Helden aus dem Dunkelwald. Aber mit denen wollte ich mich nicht anlegen. Ich wollte Erze suchen. Es hieß ja, ein Erzvorkommen gibt es am Ufer und eins gibt es mittendrin. Da haben wir doch schon eins. Schau mal. Stirb. Das war jetzt die Zinne. Oh, oh wow. Stopp, das wollte ich nicht. Ich hätte gerne. Schade, da komme ich nicht mehr ran. Schade, wir haben jetzt 4 Zinnerz. Kann ich? Oh, die kann man fällen. Sehr schön. Kupfer soll es hier noch geben. Irgendwo. Erze farmen wird doch nicht so einfach wie gedacht. Alter, wie viel hält denn der aus? Jetzt, meine Güte, wie viel hat der denn ausgehalten, bitteschön? Hier ist einfach nur ein Loch. Hä? Da hinten. Du hast etwas Erz gefunden. Rohes Erz muss Schmelzofen, bla bla. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Schmelze. Anders können wir das auch nicht Kleine machen, ne? Ja. Ja. Aber wie soll ich denn hier bitte schön Erze farmen, wenn ich die ganze Zeit angegriffen werde? Erklär mir das mal einer. Oh, Pilze. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, nee, 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 nee. Keine Bienen. Ich stelle mir gerade die Frage, wie sehen die Ärzte allgemein aus? Also das eine haben wir ja jetzt schon herausgefunden. Das ist so ein kleiner Knubbel am Flussufer. Aber wie sehen die anderen aus? Ich will halt jetzt auch nicht zu weit in den Wald reinrennen. Ich muss irgendwann auch zurückkommen. Ah, der ist weg.
Was essen? Ja, gerne. Da pümmelt schon wieder irgendwas rum. Das sind alles nur Steine hier. Es fehlt doch noch das... Jetzt muss ich noch mal gucken. Das Kupfererz fehlt doch noch. Da ist wieder irgendein Boss-Mob-Spawn-Gebiet. Ich glaube, das müssten Skelette sein. Unten sind nochmal Bären. Gott, ich ahne Schreckliches, dass hier gleich irgendwas um die Ecke geschissen kommt und mich angreift. Hier sind nochmal Disteln, die nehmen wir auch mit. Hier unten müsste es ja jetzt wieder Zinn geben. Hier. Das ist wirklich nur am Wasser. Interessant. Aber was ist mit Kupfer? Und oh mein Gott, bin ich voll. Holy shit! Rum! Oh, Knochen! Betreten? Troll! Was? Oh! Ich höre... Ne, ich bin raus. Ich bin raus. Tschüss. Okay. Es gibt also Höhlen, in die man rein kann. Ich hoffe, der bleibt da drinnen. Na, das wird noch ein Spaß werden, wenn man in solche Höhlen rein kann. Boah, bleib bloß in deiner Höhle da drinnen, ey. Aber hey, warum nicht? Dazu muss ich mir auf jeden Fall ein paar Leute auf den Server holen. So, Zinn, Kupfer. Wir wollten unbedingt noch Kupfer finden. Allerdings ist die Frage, wo ist Kupfer? Kupfer. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Gibt es hier kein Kupfererz? Das ist ernsthaft gesagt jetzt mal richtig scheiße, weil... Wie soll ich an Erze kommen, wenn ich das Erz hier nicht finde? Was ist denn das Blaue? Oh! Oh! Hier gibt's ein bisschen Schnee. Weil... Ich bin nicht mal mehr im Dunkelwald, hä? Was ist falsch mit mir? Dunkelwald ist hier hinten.
Da ist ein Runstein. Was? Oh, du Kleiner. Hier ist eine... Hier sind zwei Wildsäue. Die nehmen wir beide mit. Lederschnipsel werden nämlich immer noch benötigt. So, da ist wieder der Dunkelwald. Ich rüste schon nochmal aus. Da unten ist was mit blauen Augen gewesen, ne? Nein, nein, nein. Nein. Aus. Geh. Oh, nee. Wenigstens hat das Vieh von mir abgelassen. Ja, gut. Hallo? Der muss sich hier am Ufer weiterrennen. Es geht ja nicht anders. Steine habe ich jetzt keine mehr. Nee, die habe ich weggeschmissen. Scheiße. Ich muss mir hier mal ganz kurz ein Feuer machen und mich aufwärmen. Drei, ich glaube, ich brauche vier Steine dafür. Feuer. So. Da ist er. Und weg. Ich werde jetzt hier einen ganz kurzen Cut setzen und mal das Erz suchen. Und wenn ich es gefunden habe, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe Kupfervorkommen gefunden, ne? Das ist hier einfach mal so ein Riesenstein in der Landschaft, der, ja, dem, er gleicht den anderen Stein. Und ja, ihr seht, ich habe hier gerade Besuch. Und meine Fackel ist gleich kaputt, das ist nicht gut. Das heißt, sie werden gleich angreifen. Oh nee, da ist wieder so, oh, bitte nicht. Okay, das müssen wir uns jetzt mal merken, wo das Kupfervorkommen ist. Ich muss erstmal die Idioten hier loswerden. Nein! Ja, heil den halt! Alter, was ist denn dein Problem? Warum heilst du die? So. Das war's nicht. Dann war das da hinten irgendwo, das Kupfervorkommen. War das das hier? Ja. Wir werden uns hier mal ganz kurz ein Lagerfeuer setzen, ne? Oder zwei. Oh, uns fehlt Stein. Ja. Ganz kurz. Kupfer. Damit wir gleich wissen, wo es ist.
Denn wir werden bestimmt nicht schaffen, alles abzufahren. Mein Gewicht geht nämlich, ja. Hab ich das jetzt? Ne, ich habe Steine. Wow. Warum habe ich Steine? Runtergekullert ist nix. Ich habe auch nicht mal mehr Platz. Geil. Die Fackel können wir dann auch wegschmeißen. Die ist auch so gut wie broke. Na, das kann was werden hier. Ach, und im Übrigen, wir waren hier drüben gucken. Und hier habe ich es gefunden. Also, weit weg von dem großen Troll. Aber irgendwie kriege ich hier nur Stein raus. Warum das? Jetzt Kupfererz. Und wir sind einfach nur voll. Geil. Oh Gott, was macht man jetzt? Kann ich eventuell... Ja, ich würde hier halt gerne in eine Werkbank setzen. Na? Ich hatte doch hier gerade die Möglichkeit. Da. Dann können wir nämlich eine Kiste hier platzieren. Ich befürchte immer, dass hier gleich was um die Ecke geschossen kommt. Machen den Spaß jetzt erstmal alles da rein, was sehr viel wiegen tut. Farmen noch ein bisschen und dann nehmen wir das Wichtigste mit, was wir brauchen. Der Wald... Was? Okay. Jetzt bin ich schon noch mitten ins Feuer gerannt. Ernsthaft? Warte. Gleich. Alter, was war das mit dem... Der Wald bewegt sich. Was sagst du dazu? Du wurdest das Opfer einer Invasion. Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel... Ach so. Ah, okay. Aber welches Lager? Das hier oder... wie viel habe ich denn jetzt? Wir gehen erst nochmal zurück. Das ist mir hier gerade... Oh, nee, die raiden hier gerade. Und zwar genau da, wo ich die Werkbank stehen habe. Ja, sag mal. Kann doch nicht wahr sein. Greifen die mich jetzt die ganze Zeit an hier, oder was? Oh nee! Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwo in der Nähe von mir den Dunkelwald habe. Eventuell hier drüben irgendwo. Und dort eine ganze Ruhe farm gehe, weil. Yeah, das ist der Weg, ist mir zu weit. Als dass man den alleine beschreiten kann.
Okay. Nein, sie haben mich abgelassen. Na ja, Wildsau. Oh, jetzt lass mich doch in Ruhe, du Arsch. So. Meine Güte. Nach da muss ich. Jetzt, ich sag's nur so, das Spiel alleine, okay, man schafft alles alleine. Hat man ja am Bossmob gesehen, den Eigentier, den haben wir easy besiegt. Bei den Trollen, keine Ahnung, beim zweiten Bossmob bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich werde aber alles alleine versuchen, weil, ja, wenn keiner mitspielen möchte, dann mache ich das halt auf eigene Faust. Ist ja nicht schlimm. Falls sich doch jemand dazu entschließt mitzumachen, ich habe noch mehr als genug Platz in der Base und da wird noch mehr Platz entstehen, wenn ich alles eingeebnet habe, Bauplatz geschaffen habe. Und ja, wie sagt man so schön, mein Loot ist dein Loot. So, jetzt sind wir gleich daheim. Der folgt mir immer noch. Was willst du von mir? Jetzt geh doch mal weg. Meine Güte. So, da sind wir auf jeden Fall schon nochmal zu Hause. Ohne Ausdauer, geil. Holz und Stein da rein. Feuerstein ist voll. Die Knochen nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das lassen wir erst einmal hier draußen. Wow, ich bin zu voll. Wow. Ja, die Folge wird jetzt ein bisschen länger durch den Cut, den ich setzen musste, aber was muss, das muss. Das weg, das weg. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das kommt da rein. Wir werden nämlich auf jeden Fall... Ne, den Umhang machen wir in der nächsten Folge. Ich will nur noch ganz schnell den Loot hier alles einsortieren. Habe ich noch eine leere Kiste für Erze? Nee, natürlich nicht. Dann müssen wir uns noch ganz schnell eine bauen. Das war die 7. Erzkiste, Erzkiste, Erzkiste. Machen wir erstmal hier hin. So. Pilze, kann man die essen? Ja, also kommen die hier mit rein. Ja gut, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den nächsten Tag und bye bye.